Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Kropf Multimedia. Wahnsinnige Bilder habt ihr hier gesehen. Das ist Lukas Mösch. Er ist erst knappe 21 Jahre alt und wahnsinnige Bilder für so einen jungen Landschaftsfotografen. Wir waren vor 2-3 Wochen zusammen auf einer Tour. Dort sind übrigens auch die Drohnenvideos entstanden und möchten euch mit ihm zusammen die Nissi S5 Filterhalterung vorstellen. Warum hast du dich für das S5-Filtersystem entschieden? Für das S5 habe ich mich entschieden, da ich gerne weitwinklig fotografiere und mit der Nikon 1424 mit gewölbter Linse. Die gewölbte Linse seht ihr übrigens hier. Ich nehme kurz die Filterhalterung mal weg. Schaut, das 1424 von Nikon, das hat eine gewölbte Linse und kein Filtergewinde. Ihr braucht eine spezielle Filterhalterung, damit ihr überhaupt Filter nutzen könnt. Genau, und für mich als Landschaftsfotograf ist es das Schönste, die Filter gemeinsam zu kombinieren und möglichst einfach. Also du arbeitest mit Polarisationsfilter, Graufilter, Grauverlaufsfilter zusammen? Genau, am liebsten kombiniere ich das, gerade bei Wasser oder so, gibt es die besten Effekte. Also ich bin der Meinung, dass die Filterhalterung sehr einfach montiert werden kann. Du hattest ja vorher die Photodiox Wonderpanna Filterhalterung und das geht doch schon ein wenig einfacher. Genau, das ist um einiges einfacher. Zum Montieren nimmt man sie, steckt sie hier vorne über die Sonnenblende, die fix ist, die man nicht wegnehmen kann, zieht den Filterhalter an und schon ist es fertig montiert. Genau. Wenn ihr hier auf der Seite diesen Metallstift wegzieht, da könnt ihr die Halterung für die Einschubfilter rausnehmen. Und jetzt zeigen wir euch, wie das mit dem Polarisationsfilter bei dieser Filterhalterung funktioniert. Der Polfilter kann ganz einfach montiert werden. Und zwar nimmt man den Polfilter und schraubt den Filter in die Grundfilterhalterung. Am besten hält man den Finger auf das Getrieberad der Filterhalterung und nun ist er bereits montiert. Lukas hat das perfekt im Griff. Und nun zeig doch mal kurz, wie man den Polfilter drehen kann. Genau, zum Drehen sind hier die Wendelschrauben und so lässt er sich perfekt drehen, auch wenn die Verlaufsfilter und Graufilter montiert sind danach. Genau, ein wichtiger Punkt spricht Lukas an, und zwar, wenn ihr bereits die Einschubfilterhalterung drauf habt, könnt ihr den Polfilter immer noch bequem drehen. So, nun geht es mal darum, dass wir die Einschubfilterhalterung montieren. Ich lasse das dich machen, Lukas, du bist schneller. Mal schauen. Es wird einfach eingeklickt. So, und jetzt ist das Teil bereits drauf. Die kann gedreht werden. Ich schiebe jetzt da mal einen Einschubfilter rein. So, und ihr seht, der Vorteil, den wir jetzt hier haben, ist, dass ich die Halterung drehen kann. So, und hinten an den Getrieberädern kann ich jetzt immer noch den Polarisationsfilter drehen. Und beides unabhängig voneinander. Das ist der große Vorteil. Genau, und ich könnte auch noch einen Graufilter einschieben, wenn ich das gerne möchte. Eine wirklich gute Lösung fürs Nikon 1424. Aber Lukas fotografiert auch noch mit dem Sigma 14mm. Und auch mit diesem Objektiv würde ich sehr gerne die Filter verwenden, ohne gleich ein neues System kaufen zu müssen. Genau, und beim Nisi S5 ist es so, da muss man nicht die ganze Filterhalterung neu kaufen, sondern man kann einfach den Grundadapter drin kaufen. Ich kaufe den zum 14mm dazu und dann kann ich vorne die Einschubfilterhalterung auch fürs Sigma 14mm benutzen. Nebst dem Nikon 1424 fotografiere ich auch sehr gerne mit einer Standardbrennweite wie dem 2470 von Nikon. Und dort kann ich mit diesem Adapter hier ganz einfach das Nisi S5 auf das andere Objektiv adaptieren und so die Filter wie gewohnt benutzen. Die S5-Filterhalterung finde ich eine wahnsinnig gute Lösung für Objektive mit gewölbten Linsen. Ihr findet die Halterung bei uns im Onlineshop unter kropf-multimedia.ch. Ihr könnt auch gerne bei uns im Laden vorbeischauen, uns eine E-Mail schreiben, wir helfen euch gerne. Lukas, vielen Dank für die Hilfe. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und kurz vorbeigekommen bist. Vielleicht sehen wir uns ja selber auch wieder auf einer Tour, sind gemeinsam unterwegs, würde mich sehr freuen. Mich auch, würde mich extrem freuen. Wir wünschen euch einen schönen Abend, mach's gut, ciao zusammen. Tschüss miteinander.